Mit Kommunalpolitikern und Bürgern regelmäßig ins Gespräch kommen. Das haben sich die Freien Wähler zum Ziel gesetzt und so fand am vergangenen Samstag bereits ihr dritter Kommunalkongress statt. Bei der Veranstaltung im Bayerischen Landtag beschäftigte sich die Fraktion mit einer Vielzahl typischer Probleme, mit denen unsere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister regelmäßig konfrontiert werden. Der parlamentarische Geschäftsführer Florian Streibel sagte in seiner Eröffnungsrede, Macht brauche Kontrolle und müsse begrenzt werden. Der momentane Vorstoß der Mehrheit hier im Haus ist, dass man wieder zum alten Auszählverfahren de Hond zurückgeht. Und dieses Auszählverfahren, gerade auf kommunaler Ebene, bevorzugt halt die größeren Gruppierungen. Sprich, das ist dann immer in der Regel in Bayern die CSU. Und hier spiegelt sich das dann so wider, dass dann eben halt Mehrheiten falsch abgebildet werden. Und der Bürgerwille, der ja im Grunde in der Wahl gleich sein soll, jede Stimme soll gleich zählen, nicht mehr gewahrt wird. Die Kommunalebene sei bedingungslos zu unterstützen, da dort Politik auf den Menschen treffe, so Streibel. Mit welchen Herausforderungen die Städte und Gemeinden aktuell zu kämpfen haben, weiß auch Joachim Harnisch. Er ist der kommunalpolitische Fraktionssprecher der Freien Wähler. Die gesamte Integration, die weitgehend auf kommunaler Ebene erledigt werden muss und mit dem Bürger zusammen gemeistert werden muss, das ist ein riesengroßes Problem, die finanzielle Ausstattung dazu. Da muss der Staat einfach mehr an die Kommunen weitergeben, damit die in der Lage sind, auch vielleicht einmal einen ehrenamtlichen Helfer dann eine Brotzeit zu bezahlen. Wir haben im Rahmen der Integration wirklich noch viel zu erledigen. Es sind finanzielle Ausstattungen für die Kommunen, wenn es darum geht, Kanäle und Wasserleitungen zu sanieren. Eine zusätzliche Herausforderung für die Kommunen ist der Wohnungsbau. Rund 15 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter in München, Leerstand dagegen in weniger bevölkerungsstarken Regionen Bayerns. Was also muss sich im kommunalen Wohnungsbau ändern? Thorsten Glauber erklärt, er ist wohnungsbaupolitischer Fraktionssprecher und Architekt. Ich glaube, wir haben seitens des Landtags eine klare Aufgabe, einen Auftrag, hier die Fehlentwicklung seit den 90er Jahren, die die Staatsregierung hier zulässt, zu beheben. Wir haben die niedrigste Wohnraumförderung mit 150 Millionen seit eben den 90er Jahren und haben aber einen Mangel von 70.000 Wohnungen in Bayern. Und hier müssen wir gegensteuern. Wir brauchen privates Kapital. Wir brauchen hier eine degressive Abschreibung, um hier auch privates Kapital akquirieren zu können. Wir brauchen hier mehr Geld, das der Freistaat zur Verfügung stellt. Und wir brauchen dann Investitionen in den studentischen Wohnbau, in den sozialen Wohnbau. Familien mit 2.500 Euro Einkommen sind hier wirklich die, die auf diesem Wohnungsmarkt so nicht bestehen können. Hier hat der Landtag auch eine soziale Verantwortung und der wird er nicht gerecht. Glaube kritisierte zudem die übertriebenen und ständig steigenden Baustandards, die erschwinglichen Wohnraum nahezu unmöglich machten. Auch der ausufernde Brandschutz sei zunehmend problematisch. Dieser wurde in den vergangenen Jahren immer strenger, verbunden mit meist sehr hohen Kosten für die Bauherren. Fazit: Den Wohnungsmarkt in Bayern zu entspannen, wird nur in einem gemeinsamen Kraftakt gelingen. Bundes- und Staatsregierung müssen dazu stärker auf die Vorschläge der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister eingehen. Für ihre Interessen werden sich die Freien Wähler im Bayerischen Landtag auch in Zukunft stark machen.